Wir gehen rein in die Höhle der Löwen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind beim Gigantengipfel von Giesing. Der TSV 1860 München empfängt die SG Dynamo Dresden. Wenn der Funke überspringt zum Publikum, dann ist es hier schon Hexenkessel. Das ist eine Spannung, die man nicht beschreiben kann. Ja, mal sehen, wie es heute ausgeht. Zwei großartige Vereine. Mehr Tradition kriegst du nicht in zwei Vereine reingepresst. Und wir sind drin. Tradition pur. Frenetzi, das ist eine Einladung. Frenetzi! 1:0! Ist der eiskalt? Unglaublich! Das Publikum ist dabei, das Publikum ist da. Das ist genau das, was man mit 16 bewirken wollte. Riesengelegenheit, brandgefährliche Ecken. Wir holen hier nochmal den 31.12. nach. Aber selbst da war Böllerverbot in München. Jaca, Boyamba! Das waren sie also, die ersten 45 Minuten. So, wir gehen rein in die zweite Hälfte. Die Blitzstarter von Giesingshöhen wieder unterwegs. Keine gute Zuteilung bei Dynamo und einen Riesenreflex von Driljaca. Ein Löwe auf dem Boden. Kutschke! Tor! 1:1! Ja, ist natürlich ein Tor mit einem Beigeschmäckle. Klar ist es nicht die feine englische Art, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch Druckfall, sich ein Spiel da einzustellen. Jetzt sind wir an so einer Phase angelangt, jetzt kann alles passieren. Jetzt ist das Spiel komplett offen. Jetzt wird sie natürlich auch zeigen, wer mehr will. Hauptmann. Oha, oha, oha! 2:1, Spiel gedreht! Dennis Borkowski! Wir haben furios begonnen, haben sehr viele Umschaltmomente liegen gelassen und am Ende hat es dann Dynamo gestraft. Wir waren die erste Viertelstunde, 20 Minuten überhaupt nicht im Spiel, aber dann zweite Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben das Spiel verdient gewonnen. Und das ist der Schlusspfiff! Dynamo Dresden schlägt auswärts den TSV 1860 München mit 2:1. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.